Ihr wisst vielleicht, was zwischen Muawiyah und Aisha und Ali und so weiter war. Diese Streitereien und Kriege, die da entfacht sind. Aber trotzdem muss man erwähnen, dass das, was da passiert ist, war aufgrund einer, ich nenne es mal, eines Ta'wil, eines Missverständnisses, ja. Also auch die Seite von Muawiyah, die Leute in Scham haben gedacht, dass das, was sie machen, richtig ist. Und das, was die anderen machen, Ali radiallahu anhu und so weiter, dass das falsch ist. Und sie haben sich verweigert, Ali, die Leute in Scham, Muawiyah war ja Gouverneur in Scham. Er war nicht der Khalifa oder König, er war einfach nur ein Statthalter von Uthman radiallahu anhu. Dort in Muawiyah. Als Uthman umgebracht worden ist, und am Mord von Uthman waren nicht ein, zwei Männer beteiligt, da waren große Scharen von Menschen beteiligt, haben ja sein Haus mehrere Tage, wie nennt man das, belagert, ja, und ihn dann letzten Endes umgebracht. Die im Scham, in der Anführung von Muawiyah, und auch dem Sahabi Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, der große Sahabi, ein bekannter Mann unter den Arabern. Sie waren der Auffassung, dass wir geben Ali nicht die Bay'a, bis er sich rächt von den Mördern des Uthman, bis es zum Qisas kommt. Ali radiallahu anhu war nicht in der Lage. Er war nicht in der Lage, weil das einfach. Das waren, wie gesagt, nicht ein, zwei Männer. Er konnte das nicht einfach so jetzt von heute auf morgen regeln. Es waren viel zu viele Menschen an dieser Sache beteiligt. Und als sie sich dann verweigert haben, hat Ali radiallahu anhu dann ein Heer ausgeschickt dorthin, um sich erstmal zu versöhnen. Aber es kam dann so bei Nacht irgendwie zum. Es gab Leute da drinnen, auch die Khawarij waren. Teilweise waren Leute der Khawarij im Heer von Ali radiallahu anhu. Und da waren noch andere, die einfach danach gesehnt haben, dieses Ganze anzuzetteln. Die Zanadiqa, die Abdullah ibn Sabah. Und dann hat man halt so das angestachelt. Und jeder hat gedacht, wir werden gerade angegriffen von dem anderen, haben sich verteidigt. Aber dennoch muss man erwähnen, auch wenn Muawiyah radiallahu anhu und wer mit ihm war, hier entschuldigt sind in ihrer Sache. Aber Ali radiallahu anhu war der Richtige. Die Wahrheit, das Richtige lag auf der Seite von Ali radiallahu anhu. Deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, ihr kennt Ammar, sahih? Das ist der, dessen Mutter die erste Märtyrerin war. Ammar ibn Yasir war auf welcher Seite? Auf der Seite von Ali radiallahu anhu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiya. Im Unrecht liegende Gruppe wird dich umbringen. Und wer hat Ammar umgebracht? Die Leute in Scham. Im Krieg zwischen Ali und Muawiyah wurde Ammar von den Ahlus Scham, also vom Heer des Muawiyah, ermordet. Was sind die offensichtliche Bedeutung davon, wenn wir sagen, Taqtuluk al-Fi al-Bariya, dich wird die unrechtmäßige Gruppe umbringen, dass die, die dich ermorden, jene sind, die im Unrecht liegen. Als man Abdullah ibn Amr ibn al-As, also der Sohn von Amr ibn al-As, der die rechte Hand von Muawiyah war, Amr ibn al-As war die rechte Hand von Muawiyah sozusagen und einer der Schlichter. Er und Abu Musa al-Ash'ari sollten das schlichten. Also man hat sich geeinigt darauf, dass man beide ablöst von ihren Ali, sowohl als auch Muawiyah ablöst von ihren Positionen und dass man Abu Musa und
Amr ibn al-As, dass sie halt auf eine Entscheidung kommen. Jedenfalls, als Abdullah, der Sohn von Amr ibn al-As, der hat seinen Vater begleitet, aber nicht im Krieg teilgenommen. Der hat weder für sie gekämpft, noch für sie gekämpft. Weil er diesen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hatte. Er hat sich da dann nicht dran beteiligt. Als er seinem Vater den Hadith von ihm berichtete, sagte Amr ibn al-As zu Muawiyah, hörst du nicht, was der sagt? Also diesen Hadith. Dann sagte Muawiyah, und das ist ein Beispiel für den Ta'wil, aber dieser Ta'wil ist nicht richtig. Wenn diese Überlieferung stimmt, muss ich auch sagen. Weil das meiste, wie einige der Ahlul Ilm sagen, was in Bezug auf diese Geschehnisse überliefert wird, ist gelogen. Ist gelogen. Also wenn diese Qissa hier, diese Geschichte stimmt, dann die Ahlul Ilm erwähnen diese Form des Ta'wil, der Interpretierung, unter dem Ta'wil al-Madhmum, also den tadelnswerten, nicht richtigen Ta'wil, der auf keinen Indizien basiert und der vordergründigen Bedeutung widerspricht. Aussagen haben ja oft eine vordergründige und eine hintergründige Bedeutung. Du kannst die hintergründige Bedeutung teilweise nehmen, wenn es Indizien gibt, die dafür sprechen. Und da Muawiyah dachte, dass er richtig liegt und er das Richtige macht, sagte er in der Interpretation dieses Hadith, er hat ihn nicht verleugnet. Er sagte, diejenigen, die ihn rausgebracht haben, also in den Kampf geschickt haben, haben ihn ja umgebracht. Seht ihr? Also sie sind die Ursache darin. Weil Ali ist ja rausgezogen. Nicht Muawiyah. Muawiyah und so haben nur gesagt, wir geben dir keine Bay'ah, bis du das und das machst. Ali ist dann rausgezogen. Jedenfalls, was ich hiermit sagen möchte, ist, dass Abu Sufyan, über den wir hier gerade reden, das ist der Vater von Muawiyah. Und Muawiyah radiallahu anhu ist ein Sahabi, ist einer derjenigen, der die Offenbarung aufgeschrieben hat, also einer der Koranschreiber. Und was da zwischen ihnen passiert ist, ist passiert. Ja. Darüber sollte man nicht so tief grübeln. Das waren Fehler, die passiert sind. Und sind trotzdem das, was sie sind. Muawiyah hat die Vorzüglichkeit, dass er ein Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Deswegen sagte Ibn Abbas über ihn auch, dass er ein Faqih ist. Muawiyah. Obwohl Ibn Abbas auf der Seite von Ali war. Er war auf der Seite von Ali. Und deswegen Ali hatte Ibn Abbas ausgeschickt zu den Khawarij, um mit ihnen zu diskutieren und sie auf ihren Fehler hinzuweisen. Woraufhin auch ein Großteil der Khawarij dann wieder zurückgetreten ist von ihrer Meinung. Dass nur noch wenige tausend von den Khawarij übrig geblieben sind. Dieser Abu Sufyan radiallahu anhu hat im Jahr des Fathu Mekka, also als Mekka erobert worden ist, hat er den Islam angenommen und hat in der Schlacht von Hunain teilgenommen. Hunain war eine schwere Schlacht, in der einige Muslime geflüchtet sind, aber er war nicht von denen, die geflüchtet sind. Er ist mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geblieben. Wisst ihr, wie alt er war? In der Schlacht von Hunain? 70 Jahre alt. 70 Jahre alt. Heute ein 70-Jähriger läuft auf Krücken und oder vielleicht im Rollstuhl und kann sich nicht mehr bewegen. Na. Jedenfalls, er ist zwischen dem Jahr 30 bis 35 nach Hijra gestorben. Also in der Zeit von der Khilafa des Uthman radiallahu anhu. Uthman radiallahu anhu. Und Uthman hat dann für ihn auch gebetet, das Salat al-Junaza. Uthman radiallahu anhu wurde ja auch ermordet. Haben wir ja eben gesagt, ne? Ja. Und auch das hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam bereits vorausgesagt. Es kam vor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Haus war und er hat es geklopft. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den, der reinkommen soll, Bashirhu bil Jannah. Gib ihm die Botschaft des Paradieses. Und dann kam Abu Bakr rein. Und dann nach einer Weile hat es wieder geklopft und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Bashirhu bil Jannah, auch das gleiche. Es kam Umar rein.
Als der dritte kam, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Bashirhu bil Janna ala balwa tusibuhu. Berichte ihm auch davon, gebe ihm auch frohe Botschaft des Paradieses, aber ala balwa, aber ihn werden Masa'ib, ihn werden schwere Zeiten treffen. Ihn werden schwere Zeiten zustoßen. Ja, das war dann Uthman. Dann kam Uthman rein. Ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Uthman, er hat Uthman selbst mitgeteilt, dass er umgebracht werden wird und dass man ihm seinen Kopf zerschlagen wird. Und so war das auch, als diese Khawarij reingekommen sind, haben, und also einer von ihnen war, das weiß nicht mehr, wie das genau war, hatte ihn auf seinen Kopf gehauen und ihn ermordet auf diese Art. Er war in seinem Haus, hat den Koran aufgemacht, gehabt, den Mushaf gelesen, gab vor sich, aber das hat sie auch nicht davon abgehalten. Weil er wusste, dass er umgebracht wird. Er wusste das und deswegen hat er auch die Sahaba alle weggeschickt, die dort anwesend waren. Er hat alle raus aus seinem Haus geschickt und sie sollen ihre Hände zurückhalten. Sie sollen ihn nicht verteidigen oder irgendwie sich daran beteiligen, sie sollen einfach weggehen. Und irgendwann kam es dann, dass sie in sein Haus gestürmt sind und ihn umgebracht haben. Jedenfalls, und der Mord von Uthman war sozusagen der Anfang der Fitan in der islamischen Umma. Das war sozusagen der, wie soll ich es nennen, das hat eine Welle von Fitan ausgelöst, die danach nicht mehr aufgehört haben. Das, was danach kam, war ja alles wegen dieser Sache, ne? Das zwischen Abdullah ibn Zubayr, zwischen Muawiyah, zwischen Ali radiallahu anhu. Das hat alles damit begonnen. Und daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in einem Hadith, und er sagte, wenn das Schwert über diese Umma einmal gezogen wird, also wenn sie anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen, wird es bis zum Tag der Auferstehung nicht mehr abgehoben werden. Sie werden also ständig damit beschäftigt sein, sich gegenseitig abzumetzeln. Aber dennoch war die Angelegenheit und die Situation der Umma bis zu 12 Königen noch akzeptabel. War noch akzeptabel, auch wenn es zwischendrin immer kleine Funken gab. Aber sie waren noch stark, waren mächtig und der Islam war erhalten. Daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hadith, der im Sahih verzeichnet wird, er sagte, die Angelegenheit meiner Umma wird gut sein, solange 12 immer über sie kommen. Also bis 12 immer, 12 Herrscher werden sie gut sein, danach wird das sinken, sehr stark sinken. Und zu diesen 12 gehört auch Muawiyah. Ja. Und die anfängliche Dynastie der Banu Umayya. Banu Umayya, wie da unter ihnen auch Umar ibn Abdul Aziz, den man den fünften Khalifa nennt. Aber diese Bezeichnung ist nicht so akzeptabel. Fünfte Khalifa. Man nennt ihn so, weil er in seiner Art und Weise, in seinem Umgang, in seiner Siyasa, den Khulafa sehr ähnlich war, den ersten Khulafa. Aber wenn man fünfte Khalifa sagt, dann Muawiyah, sahih, ein Sahabi, Khalul Mu'minin, man nennt ihn Khalul Mu'minin, der Onkel, so nennt man ihn, die Ahle Sunna sind nicht einig, dass man ihn so nennt. Khalul Mu'minin, der Onkel der Mu'minun, ja. Ja, deswegen sagen sie, wer das verneint, das ist eine der Symbole der Mubtadi'a, die diese Bezeichnung negieren, dass man ihn so nennt.